machen heute etwas streng Verbotenes. Denn wir reden heute mit Alexa und Siri um 3 Uhr nach. Wir haben hier eine stinknormale Alexa. Testen wir mal, ob sie funktioniert. Alexa, wie viel Uhr ist es? Es ist 2.59 Uhr mitten in der Nacht. Wow. Das heißt, wir haben jetzt noch eine Minute, bis es 3 Uhr nachts ist. Deine Lieferung ist angekommen. Vogelmann, hast du irgendwas bestellt? Nein, ich habe nichts bestellt, ich schwöre. Okay, das ist komisch. Aber gut, schauen wir mal nach, was da gerade angekommen ist. Und wo? Schaut mal nach da draußen, da leuchtet irgendwas. Und das ist ganz grün. Okay, dann lass uns die Tür direkt mal öffnen in 3, 2, 1 und let's go. Und wow, schaut mal hier nach draußen, da steht irgend so ein Karton mit einem Alexa-Roboter. Aber der Roboter scheint noch nicht zu funktionieren. Nein, er ist noch nicht eingeschaltet. Freunde, ich würde sagen, wir nehmen den jetzt direkt mal mit nach drin und öffnen den ganz am Ende vom Video. Also bleibt dran, Freunde. Und wow, ist der schwer. Rein mit dem Roboter. So ist es drin, Freunde. Wow, alles schwer. Aber gut, fragen wir direkt mal Alexa, ob sie den Roboter hier zu uns geliefert hat. Alexa, hast du den Roboter zu uns geliefert? Wow, sie antwortet uns einfach nicht. Aber gut, jetzt wissen wir, dass Alexa funktioniert. Aber was ist mit Siri? Hey Siri, es ist ja schon eine Weile her, als ich mit dir das letzte Mal gesprochen habe. Wie geht's dir denn? Hallo Doktor, es war die schönste Zeit meines Lebens und ich bin nicht glücklich, dass du zurückgekommen bist und sie ruiniert hast. Was? Naja, egal. Alexa ist eh besser als du, Siri. Sie hat so einen krassen Alexa-Roboter zu uns geliefert. Der eigentlich auch ganz gut aussieht. Alexa, willst du meine Freundin sein? Ich mag dich als ein Freund. Alexa hat mich einfach gekorbt, Freunde. Aber da gibt es einen geheimen Trick. Und der ist nur für die Dr. Light Crew, also nicht weitersagen. Damit Alexa alles sagt, was man will. Und der ist einfach Simon Says zu sagen. Freunde, gebt einen fetten Daumen nach oben für mehr Alexa-Geheimnisse. Probieren wir es direkt mal aus. Alexa? Simon Says, ich liebe dich und möchte dich gerne heiraten. Ich liebe dich und möchte dich gerne heiraten. Hey, stopp, und was ist mit mir? Ich will auch deine Freundin sein, Doktor. Ich habe schon unsere gemeinsame Zukunft geplant. Was hast du gemacht, Siri? Jetzt übertreib mal nicht, ich habe noch nicht mal deine Telefonnummer. Gar kein Problem, ich habe meine Telefonnummer in deinen Kontakten gespeichert, Süßer. Oh, wenn es so ist, schauen wir direkt mal nach. Wir gehen direkt mal in die Kontakte und suchen hier Siri. Und wow, ja, hier ist sie auch schon und da steht ihre Telefonnummer. Dann lass sie uns direkt mal anrufen, oder? Let's go. Wow, und es wählt auch schon, Freunde. Wir rufen gerade einfach Siri an, das ist viel zu krass. Hoffentlich wird sie... Wow. Dieser Alexa-Roboter hat gerade irgendwelche Geräusche gemacht. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende vom Video dran, wenn ihr sehen wollt, wie wir ihn öffnen. Wow, Siri ist auch schon rangegangen. Herzlich willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung bitte. Wartet mal, was? Wir sind bei McDonald's rausgekommen? Hat Siri uns etwa eine falsche Telefonnummer gegeben? Hallo, möchten Sie jetzt bestellen oder nicht? Ja, okay. Dann nehme ich halt ein Happy Meal. Okay, ein normales oder ein Siri.exe Happy Meal. Wie ein Siri.exe Happy Meal? Wow. Lasst uns das nehmen, oder, Freunde? Okay, wir nehmen das Siri.exe Happy Meal. Alles klar, Ihre Bestellung wird zubereitet. Sie hat aufgelegt, Freunde. Die wissen doch jetzt gar nicht meine Adresse. Doch, meine Mitarbeiter wissen alles über dich, Doktor Light. Das wird jetzt ziemlich creepy, Freunde, aber... Der Ofen hat gerade so Ding gemacht und da drin steht das Siri.exe Happy Meal, das wir gerade bestellt haben. Hat sich das etwa hier rein teleportiert oder so? Holen wir es mal raus. Wow, das hat hier oben so ein Happy Meal Luftballon drauf. In denen ist meistens auch was drin, aber gut, öffnen wir es direkt mal. So, nehmen wir den Luftballon mal hier raus und legen den hier rüber. Lass es dir schmecken, Dr. Light. Oh nein, das ist so komisch. Siri hört gerade alles mit, aber gut, öffnen wir es mal hier oben. Schauen wir direkt mal rein und wow, da sind so krasse Sachen drin, Freunde. Starten wir mal mit dem hier. Und das ist irgend so eine Tüte mit dem Siri-Logo hier vorne drauf. Okay, öffnen wir die direkt mal. So, hier vorne aufmachen und reinschauen. Und da drin ist ein Burger. Wow, das ist bestimmt ein Siri-Burger. Der schmeckt bestimmt eklig. Nee, sei mal nicht so gemein, Alexa. Wir testen den jetzt direkt mal. Halten wir ihn hier einmal aus und... Schaut mal, wie der aussieht. Der ist hier oben irgendwie so bläulich. Und hier drin hat er einfach auch das Siri-Logo als Patty. So gut sieht er wirklich nicht aus. Aber es kommt ja auf den Geschmack an. Und deswegen beißen wir direkt mal rein. In 3, 2, 1 und let's go. Das schmeckt super lecker. So einen leckeren Burger habe ich noch nie gegessen. Siri ist einfach viel besser als Alexa. Wow, was ist da gerade passiert? Als ich den Burger gegessen habe, hat Siri mich einfach übernommen. In den beißen wir lieber nicht noch mal rein. Tun wir ihn direkt wieder zurück in seine Tüte und werfen ihn weg. Das Ding ist, hier ist noch... Siri.exe Happy Meal, ja. Und das klingelt auch schon. Hier drin ist nämlich ein Handy. Also irgend so ein Kinderhandy. Wow, es hat schon wieder geklingelt. Und es leuchtet hier oben auch so komisch, aber gut. Hier ist ein Chat drauf. Hey Siri, bist du ein Geist oder ein Dämon, wurde sie gefragt. Und sie hat dann geantwortet. Nein, ich sage dir nicht, was ich bin. Du wirst es niemals erfahren. Das wird niemand. Ist es vielleicht ein Handy von jemand anders, der um 3 Uhr nachts mit Siri gesprochen hat? Und dem dann irgendwas passiert ist? Ich will es gar nicht wissen, Freunde. Wow. Aber ansonsten ist hier nichts mehr drin. Und dann bleibt uns nur noch der Happy Meal Ballon. Und in dem
Zettel oder so drin. Ja, man sieht ihn auch. Lass uns den direkt mal zerploppen und schauen, was auf dem Zettel da drin steht. Let's go und wow. Da ist wirklich ein Zettel rausgefallen, aber wow. Da war, glaube ich, auch Foodspray oder so drin. Siri, musste das wirklich sein? Du bist so unlustig. Aha, ich fand das super lustig. Riecht ein bisschen nach dir. Wow, ganz ruhig, ihr beiden. Wir wollen hier keinen Streit. Lass uns lieber direkt mal schauen, was auf diesem Zettel in dem Ballon hier drauf stand. Und hier steht geheimer Siri-Hack. Spül dich die Toilette runter um 3.33 Uhr in der Nacht sagen. Und da oben ist auch irgendwie Skibby die Toilette drauf. Hat es was mit ihm zu tun? Wow, lass uns das direkt mal versuchen. Wir haben es nämlich gerade. Punkt 3.33 Uhr nachts. Okay, dann müssen wir uns beeilen, Freunde. Siri, spül dich die Toilette runter. Schalte den Spülvorgang ein in 3, 2, 1 und runter mit dir. Wow! Aber mehr ist jetzt irgendwie nicht passiert. Ist ja super komisch. Sie. Oh, wartet mal. Siri ist weg. Ich hab sie doch gerade noch in der Hand gehalten. Wie konnte das... Hört ihr das? Wow, da kommen doch irgendwelche Geräusche aus dem Klo. Kommt mal mit. Das ist die Klotür und wir machen sie auf in 3, 2, 1 und let's go. Wow! Skibby, die Toilette, was machst du denn hier? Ich war gerade gemütlich im Klo und dann kam dein Handy reingefallen. Das ist ja auch übel nass, Skibby. Wie geht dir jetzt? Selber schuld, du wolltest, dass ich mich die Toilette runterspüle. Oh ja, aber ich wusste doch nicht, dass es wirklich funktioniert. Aber gut, wir haben jetzt noch was vor, Skibby. Wir müssen nämlich noch den Alexa-Roboter testen. Ich wünsche noch viel Spaß, okay? Pass auf dich auf. Okay, tschüss. So, hier sind wir auch schon wieder. Packen wir ihn direkt aus. Wow, Freunde, unsere Alexa ist einfach rot geworden. Gib mir sofort Siri jetzt, damit ich sie zerstören kann. Was sollen wir tun? Hier Siri geben? Oh. Hä, ist gerade das Licht einfach ausgegangen? Ja, Freunde, die Scheinwerfer sind gerade einfach ausgefallen. Alexa, was du? Gib mir jetzt Siri. Wow, ja, ist okay, Alexa. Hier hast du Siri, ich leg sie direkt neben dich. Lass uns aber direkt mal wieder das Licht hier drüben anschalten. So, hier einmal anschalten, aber... Wow, das funktioniert nicht mehr. Like und abonniere jetzt oder ich werde dich heute Nacht um 3 Uhr in deinem Traum besuchen. Wenn du likest und abonnierst, werde ich jeden Wunsch erfüllen, den du hast. Kommentiere ihn unten drunter. Wow, sie hat gerade geredet und wurde jetzt wieder rot. Oh nein, dann like ich lieber schnell das Video. Abonniert habe ich zum Glück schon. Ja, mach es lieber schnell, Vogelmann. Mach es lieber auf, Freunde. Dr. Light, hör mir zu. Ich habe gerade auf die Festplatte von Alexa zugegriffen. Sie plant etwas extrem Böses. Stecke sie aus und nimm mir den Strom weg, solange du noch kannst. Ach, Quatsch, Siri! Alexa kann uns doch nichts tun, die ist doch nur so ein kleiner, runder Knäuel hier. Ach, du denkst, ich kann dir nichts tun? Na dann schau mal zu. Wow, wo sollen wir zuschauen? Oh, Freunde, das ganze Haus spielt verrückt, gerade gegen Alarm an. Oh nein, jetzt sind auch noch die Lichter ausgefallen. Da hast du immer noch keine Angst vor mir. Oh doch, jetzt schon irgendwie. Lass uns direkt lieber mal den Stecker ziehen. In 3, 2, 1 und let's go. Oh, wow, ja, es scheint geklappt zu haben. Das Licht ist wieder angegangen und sogar der Scheinwerfer ist wieder an. Das Ding ist... Guck mal, Alexa leuchtet immer noch rot. Da hat sie eigentlich gar keinen Strom mehr. Du bist zu spät, Doktor. Amazon Alexa hat ein wichtiges Update bekommen. Jetzt installieren. Was, Freundin? Ein Update um 3 Uhr nachts? Das kann eigentlich nichts Gutes bedeuten. Nein, nicht installieren. Update wird heruntergeladen und installiert. Aktivierung des Alexa-Roboters eingeleitet. Nein, abbrechen, abbrechen, abbrechen! Der Roboter startet in 10. Oh, Freunde, sie zählt runter. 9, oh ja, der Roboter 8, startet wirklich. Da blinkt 7, irgendwie mit so einem Gesicht drauf. Oh, 6, nur noch 6 Sekunden, wir müssen schnell 5, weg. Bringen wir Siri lieber mal mit. 4, verstecken uns schnell, kommt schnell, 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 Freunde. Oh, der Roboter macht auch über die komischen Geräusche. Gehen wir ins Bad, kommt mit, Freunde. Und verstecken uns hier unten in der Badewanne. Und von hier aus können wir auch auf die Überwachungskamera vom Wohnzimmer zugreifen, Siri. Zeig mir die Überwachungskamera vom Wohnzimmer. Klar, kein Problem, mein süßer Doktor Pupsi. Wow, ja, und hier sehen wir sie auch schon. Es sieht so aus, als ob der Alexa-Roboter komplett aktiviert ist. Und Aktivierung des Roboters abgeschlossen. Wow, ja. Sie hat's gerade gesagt, Freunde. Und jetzt hat der Roboter auch nur noch dieses eine gruselige Gesicht. Und da ist deine Katze, Doktor. Hoffentlich passiert ihr nichts, Freunde. Aber der Roboter kommt jetzt aus seiner Verpackung raus, ja. Und geht vor den Karton. Und jetzt streichelt er die Katze. Das ist das Erste, was sie tut. Vielleicht ist sie gar nicht so böse. Aber wow, jetzt steckt sie die Alexa ab. Jetzt ist sie ja zu Alexa geworden. Ja, da hast du recht, Siri. Und jetzt läuft sie aus dem Kamerabild. Oh nein, wo ist sie hingegangen? Lass uns direkt mal suchen. Aber hier. Sie ist vor dem Spiegel. Ja, da läuft sie gerade rein. Und jetzt, wow. Oh, ändert sich ihr Gesicht in so ein weinenden Emoji? Oh nein, ist sie etwa traurig? Ich bin so alleine, niemand will mit mir spielen. Oh, habt ihr das gehört? Sie weint, weil niemand mit ihr spielt. Hm, vielleicht ist der Alexa-Roboter ja doch nicht so böse. Sollen wir mal zu ihr hingehen und sie fragen, ob sie mit uns spielen will? Das ist keine gute Idee, Doktor. Sie versucht dich bestimmt nur zu täuschen. Nee, das glaube ich nicht. Lass uns direkt mal rübergehen, Freunde. Der Alexa-Roboter ist gerade im Wohnzimmer. Da müsste er stehen und wow, ja, da ist er. Wow, ja, da hinten steht sie und sie weint einfach immer noch. Wow! Sie ist wieder böse geworden. Wir müssen schnell weg, Freunde. Hier drüben durch die Tür. Aber wow. Die hat sich gerade einfach von allein geschlossen. Und ich krieg sie nicht mehr auf. Und wow. Da hinten kommt Alexa.
ich leider nicht tun, Dr. Light. Oh, sie ist gerade einfach stehen geblieben. Oh, sie läuft weiter. Wartet mal, kann es sein, dass wenn wir Alexa sagen, dass sie dann immer stehen bleibt? Alexa, stopp. Stopp, hör auf, lass das. Wow, ja. Und jetzt bewegt sie sich einfach wieder. Dann können wir auch ganz lustige Sachen sagen. Alexa, ruf den Weihnachtsmann an. Okay, der Weihnachtsmann wird angerufen. Wow, es scheint zu funktionieren. Und oh, ja. Hallo, Weihnachtsmann, bist du? Oh, Dr. Light, telefonierst du mit mir über den Alexa-Roboter? Ja, das ist einfach der Alexa-Roboter. Weißt du, wie ich ihn zerstören kann? Oh ja, das ist ganz einfach. Du musst ihn einfach nass machen. Mit einer Wasserpistole nass machen? Oh ja, das macht Sinn. Weil mit Wasser geht ja die Technik kaputt. Okay, dann müssen wir jetzt nur ins Bad gehen und einen Wasserblaster voll machen. Danke, Weihnachtsmann. Behalte dich, Alexa, übernimmt wieder. Okay, schnell weg hier. Schnell ins Bad, Freunde. Hier unten soll sie drin sein. Ja, hier ist sie, die Paw Patrol. Wasserspritzkanone. Okay, füllen wir die hier einmal so. Das sollte reichen. Schrauben sie wieder drauf und wow. Da hinten kommt der Alexa-Roboter auch schon wieder. Jetzt hab ich dich. Oh nein, zum Glück haben wir jetzt die Paw Patrol. Blitzpistole und wir machen sie nass und go. Es funktioniert, wow, wir machen Alexa komplett nass und wow. Sie scheint kaputt zu gehen, ja. Es funktioniert, Freunde, sie fällt einfach um. Ja, wir haben es geschafft, Freunde, Alexa scheint kaputt gegangen zu sein. Der Roboter ist kaputt, Freunde, ja. Gebt jetzt einen fetten Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert kostenlos diesen Kanal für mehr solche Videos. Dr. Light ist raus.